Hallo Leute und willkommen zurück zu Final Fantasy 14. So, wie ihr sehen könnt, befinde ich mich momentan auf dem Tänzer, denn wir haben noch eine Rollenquest zu erfüllen und zwar machen wir die mit dem Tänzer statt Barde oder Maschinist, geht natürlich auch, aber wie gesagt, ich habe mich für den Tänzer entschieden und den zeige ich jetzt euch mal, also was sich da von Level 80 bis 90 verändert hat. So, gehen wir doch erstmal hier auf die Eigenschaften. Ist, glaube ich, besser mit den Eigenschaften diesmal anzufangen. Und zwar mit 82 haben wir verbessertes komplexes Finale erhalten. Damit haben wir bei erfolgreicher Ausführung von komplexes Finale haben wir die Möglichkeit, Tilana auszuführen für 30 Sekunden. Und während der Effektdauer ändert sich komplexes Finale zu Tilana. Was der Skill macht, erkläre ich euch dann gleich bei den Kommandos. Mit 84 verbessertes Tanzfieber. Da füllt sich dann der Tanzfieberbalken um 10, wenn wir eben die Procs auf die Single-Target- oder AI-Angriffe haben. Mit 86 verbesserte Trance, dann erhalten wir bei Trance eben den Fächertanz 4. Und 88 der verbesserte Schild-Zamba, somit haben wir 90 Sekunden statt 120 Sekunden CD drauf. Und mit 90 den verbesserten Todestango. Da erhalten wir dann für 20 Sekunden den Sternenfall-Tanz, den wir dann ausführen können. So, dann kurz zu den Kommandos. Und zwar Level 86, wie gesagt, der Fächertanz 4. Das ist ein Angriff, der fächerförmig vor uns stehenden Gegner trifft. Der Wert 300, aber verringert sich ab dem zweiten Gegner um 50%. Und eben mit Level 90 der Sternenfalltanz. Das ist auch ein physischer Angriff, der alle Gegner in gerader Linie vor uns trifft. Und trifft auch direkt und kritisch, allerdings mit Wert 600 und verringert sich aber mit, also ab dem zweiten Gegner um 75% der Schaden. Deswegen ist es wahrscheinlich nett, dass es AI ist, aber mehr so Single Target. Gut, und dann, genau, das ist noch neu, das haben wir mit Level 80 dann bekommen. Da errichten wir eine Barriere um uns und umstehende Gruppenmitglieder mit einem bestimmten Maß, also das einem bestimmten Maß an Schaden absorbiert. Und der Effekt hängt von unserer Intensität der Tanzextase ab. Das gibt einmal 5%, 6%, 7%, 8% und 10% Schild unserer maximalen Lebenspunkte. Also für jeder vom individuellen Grad der Lebenspunkte seiner aktuellen, also seiner maximalen Lebenspunkte. Und das hält auch für 30 Sekunden. Wie das mit der Tanzextase ist, zeige ich euch auch gleich. Und das ist nochmal Tilana. Das erhalten wir ja bei der komplexen Choreografie. Da führen wir auch wieder Attacke auf alle umstehenden Gegner aus mit dem Wert 360 und der Wert verringert sich beim zweiten Gegner um 50%. Und Zusatzeffekt gewährt uns und dem Gruppenmitglied, das wir eben ausgewählten Tanzpartner verliehen haben, den Status Tanzfieber und einfaches Finale. Das einfache Finale ist im Prinzip nur 5% mehr Schaden für 60 Sekunden. Und Tanzfieber gibt uns sozusagen die Punkte hier für unseren Fächer, damit wir eben den Fächertanz 1 oder 2 ausführen können. Und wenn der prockt, können wir Fächertanz 3 ausführen. Gut, nur nochmal so viel dazu. Ups, so. Dann zeige ich euch mal kurz, wie er denn jetzt so funktioniert. So, wir machen erstmal einen normalen Tanz. So, dann die komplexe Choreografie. So, 4 Tanzschritte und Kap. Boom. So, jetzt haben wir dieses Tilana aktiv und können das im Prinzip auch jederzeit auslösen. Das sieht dann so aus. Gut, dann was haben wir noch? Ja, mit Trance erhalten wir nun Procs auf die Single-Target- und Multi-Target-Skills. Allerdings können wir nicht mal alle 4 ausfüllen, sondern nur 2. Wir können uns im Prinzip aussuchen, ob wir die Single-Target-Angriffe nehmen wollen oder die AE-Angriffe. Dann haben wir noch den Fächertanz 3 bekommen durch die Trance und den neuen Fächertanz 4. Ja, den erhalten wir nur durch die Trance. So, mal eben das wieder erneuern. So, dann noch bei Todestango bekommen wir den Sternenfalltanz und der sieht wie folgt aus. Ja, eigentlich ganz hübsch. So, und ansonsten greifen wir immer an. Wie ihr seht, haben wir jetzt einen asynchronen Wurf. Das heißt, wir können Single-Target die fallende Fontäne auslösen oder AI die Blutklingen.
Je nachdem, wie es eben situationsbedingt gerade passt. So, wie ihr seht, haben wir jetzt die Procs auf die beiden Single-Targets oder die beiden Multi-Targets. Und die können wir dann, je nachdem, was wir wollen, auslösen, wie wir es gerade brauchen. So, ab 50 Punkte für unsere Tanzfieber-Balken können wir dann den Schwerttanz ausführen. Ja. So, nochmal erneuern. So, dann so. Boom, boom, boom. So, und dann noch einmal wegen der Tanzimprovisation, wegen des Schildes. So, wir tanzen jetzt für ganze 15 Sekunden und bevor wir bei 15 Sekunden automatisch den Tanz beenden, sollten wir den manuell beenden, denn wir bekommen pro 3 Sekunden, glaube ich, so ein Tanzextase. Und wenn wir das dann manuell beenden, bekommen wir dann dieses Schild, wie es hier oben aussieht. Die 10% circa. Ist jetzt nicht so viel, aber immerhin etwas. Gut, ja, das wär's im Prinzip schon. Dann zeige ich jetzt noch euch den Limitrausch und zwar der blutrote Lotus. So, und dann haben wir den auch mal gesehen. Und das war's mit dem Tänzer erstmal. Dann hier noch das Outfit, das wir mit Level 89 bekommen. Ist eigentlich ganz hübsch, muss ich sagen. Gefällt mir auch sehr gut. So, Moment, ich kann euch natürlich noch die Waffen zeigen, so wie sie ursprünglich aussehen. Und auch noch die Kopfbedeckung, die habe ich aber ausgeblendet, weil sie nicht so hübsch ist. Das ist hier diese Schleife. Passt jetzt beim männlichen Charakter nicht unbedingt. So, und das sind die Waffen. Also eigentlich sollte er jetzt... Also. So, jetzt sollte er sich eigentlich so hochhalten. Ja. Gut, das hat jetzt nicht wirklich viel mit diesen runden Chakren zu tun. Aber egal. Ich habe es ja eh projiziert mit den Monstrorum-Wurfringen. Die sind aus dem ersten Dungeon, den Turm von Zod. Und die sind halt eigentlich ganz cool. So. Gut, dann jetzt erstmal wieder hier raus. Und dann auf zur Rollenquest. So, die befindet sich ja wie immer in Razzatan. Und dafür müssen wir mit den domanischen Militärattaché quatschen. Die Gefühle des Volkes. Sehe ich da richtig? Theo? Oh, dem Kami sei Dank. König Kieran hat um Hilfe bei einer äußerst dringenden Angelegenheit gebeten. In Doma wurde eine Kreatur gesichtet, bei der es sich um eine Blasphemität handeln soll. Wir haben zwar alles unternommen, um unsere Leute vor Schaden zu bewahren, doch gegen diese Bestie sind selbst unsere besten Shinobi machtlos, da sie über die Lüfte gebietet. Ihr hingegen seid bekannt dafür, eure Gegner aus der Distanz zu erledigen. Deshalb könnte ich mir keine bessere Hilfe vorstellen, um unsere geflügelten Widersacher zu beseitigen. Gut, überlasst das Revier. Oh, gelobt sei den Kami. Ich werde Yugiri informieren, damit sie euch in der domanischen Enklave in Empfang nimmt. Gute Reise, Tiro. Gut, dann... Ja. Auf zur domanischen Enklave. Und natürlich ist hier strahlender Sonnenschein. Na? Also sag jetzt mal nix. Moment, wo steht die? Verdammt. Da ist sie ja.
Es ist schön, dich zu sehen, Theo. Als unser Gesandter mir gesagt hat, dass du dich unserer Sache annehmen würdest, konnte ich es kaum fassen. Und doch bist du nun hier. Jeden wird sich sicher freuen, wenn du einen Moment hier warten könntest. Ja, ich lass mich ruhig im Regen stehen, ist kein Problem. Wir könnten uns ja im Haus treffen, aber okay. Sian, Sian, schön, dass die Kami deine Schritte einmal mehr zu uns führen und dann auch noch zu so einem passenden Zeitpunkt. Bitte sieh es mir nach, wenn ich direkt zu Sachen komme, aber ich fürchte, uns bleibt nicht viel Zeit. Kurz nachdem wir von den seltsamen Vorkommnissen in Tafnir erfahren haben, kam es auch hier zu ähnlichen Vorfällen. In Nisari verwandelte sich eine Dorfbewohnerin in eine besonders abscheuliche Kreatur. Nachdem sie einen der unseren angriff, flüchtete sie sich in die Lüfte. Durch eine grausame Laune des Schicksals handelte es sich bei dem Opfer um einen der Gefangenen aus dem bedauerlichen Austausch mit Asai und dem Kaiserreich. Gerade als es ihnen endlich möglich war, wieder ein normales Leben zu führen. Diese Blasphemität muss gestoppt werden. Das Problem ist jedoch, dass unser Gegner sich in den Lüften aufhält und damit außerhalb der Reichweite unserer Samurai und Shinobi ist. Daher waren wir auf der Suche nach fähigen Fernkämpfern, um die Bestie vom Himmel zu holen. Natürlich wird die Kriegskunst allein unser Problem nicht lösen. Auch andere haben grausige Verwandlungen durchgemacht. Die Zahl nimmt jeden Tag weiter zu. Wenn ich es richtig verstehe, verbreitet es sich durch Furcht und Verzweiflung. Emotionen, die in letzter Zeit wahrlich keine Seltenheit sind. Das Erlegen der Bestien ist bedeutungslos, solange wir die Herzen der Leute nicht beruhigen können. König Hien! Wir müssen uns helfen. Die Dorfbewohner, sie... Bitte beruhigt euch erstmal, erzählt uns, was passiert ist. In Namai hat sich noch jemand verwandelt, mein König. Zum Glück wurde dabei niemand verletzt, aber die Leute sind in Panik. Ich habe Angst, was als nächstes kommt. Anscheinend bleibt uns weniger Zeit, als ich dachte. Keine Sorge, wir werden uns um die Bestie kümmern. Bislang gibt es keinerlei Heilmittel für dieses Elend, aber wir müssen alles tun, um so viele Leben wie möglich zu retten. Koste es, was es wolle. Ich hoffe doch, wir können dabei auf deine Hilfe zählen. Ja, deswegen bin ich doch da. Die Bestie wurde zuletzt in der Nähe des Goldbeckens gesehen. Kommt, ich zeige es euch. Ja, wir sind ja schon da. Die Bestie war genau hier, ich schwöre es. Vielen Dank, dass ihr uns hergeführt habt, aber hier ist es nicht sicher. Kehrt in euer Dorf zurück. Wir werden uns um den Rest kümmern. Wir sollten uns aufteilen, wenn wir die Bestie finden wollen. Tero, könntest du dich im Westen umschauen? Ich werde gen Norden gehen. Yugiri den Osten überlasse ich dir. Wenn ihr sie findet, denkt daran. Diese Endzeitbestien haben nichts mehr mit den Personen gemeint, die sie einst waren. Sie werden nicht zögern, euch niederzustrecken. Also bitte zögert auch ihr nicht. Also dann, lasst uns keine Zeit mehr verschwenden. Gut, dann mal los. Ah, dort vorne anscheinend. So, wir tanzen schon mal. Boom. So, wieder besiegt. Bist du in Ordnung? Wir haben Schreie gehört und sind gekommen, so schnell wir konnten. Anscheinend war Tero genau im richtigen Moment hier. Warum? Warum hast du meinen Bruder getötet?
Dann Bruder. Diese Kreatur, die er erlegt hat, war nicht dein Bruder. Nicht mehr. Wenn er nicht eingeschritten wäre, hätte sie dich und zahllose andere getötet. Wenn du jemandem die Schuld für seinen Tod geben willst, dann mir, da die Bestie auf mein Geheiß hin getötet wurde. Das war der einzige Weg. Nein, nein, du hast Unrecht. Du hast meinen Bruder getötet und das werde ich dir niemals verzeihen. Ich hasse dich. Ich hasse euch alle. Wisse, was machst du denn hier? Ich war auf der Suche nach Tonbo, doch ihr habt ihn anscheinend vor mir gefunden. Die Bestie, die aus unserem Dorf geflohen ist, war sein älterer Bruder und der arme Tonbo ist ihr umgehend gefolgt. Ich bitte euch, es ihm nachzusehen, falls er respektlos gewesen sein sollte. Sein Bruder war alles, was ihm noch geblieben war. Sein Vater wurde vom Kaiserreich eingezogen und war leider nicht unter jenen, die bei dem jüngsten Gefangenenaustausch zu uns zurückkehrten. Die Hoffnung, womöglich wieder vereint zu sein, war ihr einziger Trost, als diese Hexe Yotsuyu noch unter uns war. Ich vermag mir kaum vorzustellen, wie sie sich gefühlt haben muss, als sie in Isari ankam. Nur noch ein Schatten ihres Fühlens selbst. Keine Erinnerung an alles Böse, was sie getan hat. Suyu mochte zwar unschuldig und rein gewesen sein, aber ihre zahllosen Überschreitungen als Yotsuyu konnte nicht so einfach vergeben und vergessen werden. Als uns die Nachricht von ihrem Tod erreichte, hatten die beiden Brüder keine Ziele mehr für ihre Wut. Sie hatten alles verloren. Ah, bitte verzeiht meinen weitschweifenden Ausführungen. Ist schon gut. Es war eine ziemlich erhellende Geschichte. Erst habe ich die Frau verschont, die ihm so viel Schmerz bereitet hat, und nun denkt er, ich hätte ihm den Bruder genommen, der sein einziger Trost war. Seine Feindseligkeit ist wahrlich nicht grundlos. Ich schwöre, dass ich die Dinge für Tonbo in Ordnung bringen werde. Für alle Bewohner von Doma. Bitte kehre wieder heim, Isse, und begib dich in Sicherheit. Lass uns in die dumanische Enklave zurückkehren. Diese Tortur hat mir viel zu denken gegeben. Gut, dann zurück zur dumanischen Enklave. Und hoffentlich hört dieser Regen bald auf. Aber gut, es ist ja typisch für das Let's Play hier. Entweder es regnet oder es ist Nacht. Oder beides gleichzeitig. Ich stehe zutiefst in deiner Schuld für deine rechtzeitige Unterstützung. Und ich sollte mich wohl dafür entschuldigen, dich in den Augen des jungen Tonbo ungewollt zu einem Vollstrecker gemacht zu haben. Ich wünschte, ich wäre es gewesen, den er bei der Erlegung der Bestie gesehen hat, die einst sein Bruder war. Aber wir haben keine Zeit, um diesen Umstand zu bedauern. Nein, wir müssen handeln und nachdem ich von Tonbo und seinem Bruder gehört habe, glaube ich zu wissen, was getan werden muss. Zahlreiche unserer Brüder und Schwestern sind bei dem Gefangenenaustausch zu uns zurückgekehrt. Und dennoch gibt es noch viele, die verschollen bleiben. Unterdessen ist Yotsuyu, der Quelle ihrer Leiden, ihrer Sühne entgangen. Ihr Tod scheint eher eine Erlösung für sie gewesen zu sein, als die Hinrichtung, die sie verdient hätte. Die Bewohner von Doma mögen mich gerne dafür verachten, sie nicht der Gerechtigkeit zugeführt zu haben. Das ist ihr gutes Recht. Doch was ist mit jenen, die nicht wissen, wogegen sie ihre Wut richten sollen? Das könnte zur Verzweiflung führen. Und dann? Ja, sie würde das gleiche Schicksal wie Tombos Bruder ereilen. Aus diesem Grund müssen wir alle ausfindig machen, die seine Seelenqualen teilen, damit wir nicht noch mehr Bestien überrannt werden. Ich werde damit beginnen, einen Rundgang durch die Dörfer zu machen, um mich nach Leuten zu erkundigen, die in Gefahr sind, sich womöglich zu verwandeln. Sehr wohl. Ich und die anderen Shinobi werden derweil unsere Suche nach der Blasphemed Head fortsetzen. Und auch deine Waffe werden wir bald
mit der benötigten Theorie. Wir werden dich über unsere Erkenntnisse auf dem Laufenden halten. Okay. So, wie geht's weiter? Die Ankunft von Izanami. Hatte dich nicht so bald wieder hier erwartet. Wir haben noch immer keine Anhaltspunkte auf den Aufenthaltsort der Blasphemität. Doch immerhin gab es keine Berichte über weitere Personen, die sie verwandelt haben. Ian seinerseits war äußerst gewissenhaft bei seinen Untersuchungen. Ich vermute, seine Anwesenheit im Doma hat dazu beigetragen, die Ängste der Leute zu lindern. Er wird den Dingen wie immer sehr gründlich nachgehen, doch ich fürchte, er ist schon etwas zu lange weg. Ich dachte, ich schaue mal an seinen letzten Aufenthaltsort in Isari vorbei. Willst du mich begleiten? Vielen Dank. Ich hoffe, ihm ist nichts zugestoßen. Ach, der kann auf sich aufpassen. So, Izari ist... Ja, wo ist denn das? Ach so, in... Othard. Also, ja, was heißt Othard? In der Rubinsee. Naja, wenigstens regnet es hier nicht. Hier hat es nur Blitzgewitter. Ja, schön. Theo, Yugiri, ich bitte um Verzeihung, falls ihr euch Sorgen um mich gemacht habt. Die Lage hier in Isari einzuschätzen hat sich als etwas schwierig erwiesen. Kurz gesagt, jeder Einzelne im Dorf weigerte sich mit mir zu sprechen. Die Leute neigen einfach nur ihr Haupt und drehen sich weg, wenn ich auf sie zukomme. Womöglich hat ihr Schweigen etwas mit der Tatsache zu tun, dass die Blasphemität hier erschienen ist. Vielleicht könnt ihr stattdessen mit den Leuten reden. Euch gegenüber sollte sie doch eigentlich nicht so ablehnend sein. Verstanden. Komm, Theo, lass uns mal sehen, was wir herausfinden können. Ich danke euch beiden. Gut, dann gucken wir doch mal. Ich stehe tief in der Schuld von König Hien. Wenn er nicht gewesen wäre, würde ich noch immer den Galeanen dienen müssen. Doch das Dorf hat unter der Besatzung viel Ungemach erlebt. Zudem hat unser König es versäumt, die Statthalterin für ihr Verbrechen zur Rechenschaft zu ziehen, und viele wurden nie mit ihren Angehörigen wiedervereint. Ich verstehe, warum einige nicht viel von ihm halten, auch wenn ich das anders sehe. Eine Blasphemität? Unser Dorf wurde nicht von einer Bestie heimgesucht, sondern von einem Kami, Izanami. Während König Hien kalt und gefühlslos ist, bietet sie uns unermessliches Mitgefühl und Liebe. Was? Moment mal. Ich glaube, ihr missversteht da etwas. Ja, das ist richtig. Die Blasphemität ging aus einer jungen Frau hier in Isari hervor. Das war wirklich tragisch. Jeden Tag hat sie für die sichere Heimkehr ihres Mannes gebetet, doch es sollte nicht sein. Ehrlich gesagt glaube ich, dass der Verlust ihrer armen Mutter, Kisei, in den Wahnsinn getrieben hat. Sie ist eine streng gläubige Anhängerin der Kami und ihrer Segen, doch irgendwie hat sie sich selbst und andere davon überzeugt, dass ihre Tochter zu einem Kami geworden ist. Offensichtlich die Wahnvorstellung einer trauernden Mutter, aber eine beängstigende Anzahl von Leuten haben ihr geglaubt. Für mich ist das eindeutig Häresie. Okay. König Hien, wir haben hier ein Problem. Verstehe. Kein Wunder, dass sie sich mir nicht anvertrauen wollen. Der Glaube, dass diese Blasphemität in Wahrheit ein Kami ist, ist äußerst beunruhigend. Izanami ist ein Kami des Lebens und des Todes, und es heißt, dass sie es war, die Doma erschaffen hat. Zudem soll sie Seelen ins Reich der Toten geleiten.
Du verstehst sicherlich, was das bedeuten würde, die Quelle ihrer Hoffnung in dieser schweren Zeiten zu zerstören. Die Dorfbewohner behaupten zudem, dass diese Kisei mit den Toten sprechen kann. Sie wird in Kürze eine Versammlung abhalten, um ihre Fähigkeiten zu demonstrieren. Die perfekte Gelegenheit, um mehr über den Ursprung ihres Fanatismus zu erfahren. Natürlich würde meine Anwesenheit bei so einer Versammlung unnötige Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Dürfte ich euch beide wohl bitten, an meiner Seite daran teilzunehmen? Ja klar, warum nicht? Ihre Anhänger werden sich in der Taverne versammeln. Komm! Ja, wir kommen mit. O Geister von Isari, ich flehe euch an, leibt mir eure Stimme und offenbart euch. Überkommt den Tod und seid einmal mehr unter uns. Akizu. Papa? Bist du es wirklich? Kümmerst du dich noch um die Netze, wie ich es dir beigebracht habe? Ja, Papa. Jeden Tag. Dank dir haben wir täglich genug Fisch und unsere Mägen sind niemals leer. Ich war immer zu schüchtern, um dir das zu sagen, aber ich möchte, dass du weißt, dass ich immer stolz war, dein Sohn zu sein. Und ich war stolz, dein Vater zu sein. Mögest du stets gesegnet sein mit der reichen Beute des Meeres. Es tut weh. Papa, was ist los? Er leidet furchtbare Schmerzen, mein Kind. Jene, die nicht richtig gestorben sind. Er hat die natürliche Ordnung gestört und die Seelen leiden darunter. Was müssen wir tun, um ihr Leid zu lindern? Keine Sorge. Izanami wird all dies in Ordnung bringen. Sie wird die Seelen, die nicht mehr für diese Welt bestimmt sind, einfordern und sie ins Jenseits führen. Wenn ihre Arbeit getan ist, werden die Seele deines Vaters und alle anderen Frieden finden. Kannst du meinen Papa kontaktieren? Kann ich mit ihm sprechen? Bitte, Kisei, kannst du mit meinem Mann Zwiesprache halten? Kannst du meine Familie erreichen? Ja, ich denke, wir haben genug gesehen. Nun, ist Kisais Fähigkeit so beeindruckend, wie sie behauptet? Ein junger Mann hat mit seinem verstorbenen Vater gesprochen. Es fällt mir schwer, das zu glauben. Doch offensichtlich sind diese Leute von ihr überzeugt. Und ich vermute, eine Vielzahl der Dorfbewohner, mit denen ich kürzlich gesprochen habe, wären das auch. Überall, wo ich hingehe, waren den Leuten das Leid anzusehen. Erst als ich in ihre Gesichter blickte, wurde mir klar, dass es nichts gibt, was ich tun oder sagen könnte, um ihnen Trost zu spenden. Doch all ihre Seelenqualen zum Trotz gab es seit dem Vorfall mit Tonbos Bruder nicht einen einzigen Bericht über Dorfbewohner, die sich verwandelt hätten. Was nur bedeuten kann, dass die Kunde von Kisa und ihre Fähigkeit, mit den Toten zu sprechen, sich verbreitet hat. Der Glaube, dass die Leute ihre Angehörigen selbst im Tod noch erreichen können, ist ein Trost, den ich ihnen niemals zu geben hoffen könnte.
Doch mir ist nicht klar, wie sie daran glauben können, dass der Kami die Leben von Unschuldigen einfordert, um die Ordnung wiederherzustellen. Sie kommt, Izanami! Die Blasphemität? Hier? König Hien, der Kami, sie ist wie aus dem Nichts erschienen und im nächsten Augenblick war dieser arme Mann, er war... Also waren wir zu spät. Ich habe zuvor in Isari mit ihm gesprochen, oder... War er nicht einer der Dorfbewohner, die bei dem Gefangenenaustausch zurückgekehrt sind? Oder wir haben zuvor mit ihm gesprochen. Dann kanntest du ihn? Es ist schon auffällig, dass beide Angriffe der Blasphemität sich gegen ehemalige Gefangene des Kaiserreichs richteten. Ich frage mich, worauf es die Bestie abgesehen hat. Es ziemt sie nicht für jemanden wie euch, die Kami zu verunglimpfen, mein König. Ich hörte, dass ihr hier seid, um Gerüchten über Bestien nachzugehen, die aus diesem Dorf hervorgehen. Eine Blasphemität nach euren Worten. Doch ich fürchte, ihr liegt völlig falsch. Meine Tochter Minato wurde auserwählt, um als Gefäß für Izanami zu dienen. Ich habe ihren Aufstieg in den Himmel mit eigenen Augen gesehen. Und das werden wir jetzt auch. Minato, bitte, tu das nicht! Du möchtest, dass ich in diesem Leben voller Elend und Leid verweile? Ein Leben, in dem Monster wie Yotsuyu begnadigt werden, während mein Mann unter dem Joch der galeischen Herrschaft stirbt? Nein, hier zu bleiben würde bedeuten, die Verzweiflung zu begrüßen und unseren Brüdern und Schwestern zu grollen, die meinen Hass nicht verdienen. Frieden, nach dem ich suche, kann nur an der Seite meines Geliebten gefunden werden. Bitte, Minato, du darfst nicht den Glauben verlieren. Hab Vertrauen in die Kami, in Izanami. Sie wird den Frieden bringen, der dir so lange verwehrt wurde. Ich möchte es glauben, und dennoch... Das ist definitiv keine Verwandlung in einen Kami gewesen. Izanami ist gekommen, um die Seelen der Verstorbenen zu beschwichtigen und das Gleichgewicht zwischen dieser Welt und der nächsten wiederherzustellen. Ihr würdet es wagen, euch dem Willen des Kami zu widersetzen? Dieses Gleichgewicht, von dem du sprichst, hat das Leben zweier Unschuldiger auf dem Gewissen, die erst kürzlich aus dem Kaiserreich zu uns zurückgekehrt waren. Ich kann und werde nicht akzeptieren, dass die Kami sich solch einer Grausamkeit hingeben würden. Es ist nicht grausamer als der Anblick von Yotsuyu, die frei herumläuft, während mein Mann und mein Sohn sich noch immer im Militärdienst befinden, falls sie nicht bereits tot sind. Bei allem gebotenen Respekt, König Hien, ist es nicht eure Pflicht, Doma und seine Bewohner zu beschützen? Wie sollen wir einem Mann vertrauen, der die Sicherheit und das Wohlergehen unseres Feindes über unsere eigenen Bedürfnisse stellt?
Nein, wir werden unser Vertrauen in die Kami setzen, so wie wir es immer getan haben. Ja, so sieht's aus. Gut, also es ist definitiv eine Plasmidität, das wissen wir zumindest schon mal. Und wie es dann weitergeht, gucken wir uns in der nächsten Folge an. Ich bedanke mich dann wieder mal fürs Zusehen und dann sehen wir uns hier in der nächsten Folge wieder. Bis dann, Leute. Ciao. Ich bin willkommen in meiner Domäne.